Wer kennt es nicht, das Märchen von Rotkäppchen und dem bösen Wolf, der eine Großmutter und die Enkelin frisst? Die Angst des Menschen vor dem Wolf ist legendär. Wissenschaftler der Uni Gießen wollen mit diesem echten Wolfspräparat zeigen, wie er wirklich ist. Also ich denke, wir persönlich brauchen keine Angst zu haben vor dem Wolf. Der Wolf hat genauso viel Angst vor uns, wie wir vielleicht Angst vor ihm haben. Ich würde eher denken, wir sollten Respekt haben vor diesem Tier und ihm mit einer gewissen Ehrfurcht begegnen, so wie dieses Tier uns auch begegnet. Es sind ja relativ scheue Tiere und wir stehen nicht auf dem Speiseplan von Wölfen und genauso ist es umgekehrt ja auch. Also eine friedliche Koexistenz ist aus unserer Sicht möglich. Beruhigen, informieren, anschaulich machen soll das dieser echte hessische Wolf, der noch vor 2 Jahren in der Nähe von Kassel gelebt hat. Also wir wollten unbedingt ein originales Objekt haben. Also es sollte wirklich ein Wolf sein, der mal gelebt hat. Und diese Wölfe, die machen einen ganz anderen Eindruck im Vergleich zu einem Plastikmodell, einem Bild, einem Filmdokument, wie ähnlich sie auch einem Haushund sein können. Aber wie viel Wildheit dann doch in so einem Präparat noch drin steckt. 2 Jahre ist diese junge Wölfin nur geworden. Keiner weiß genau, woher sie stammt. Aber ihr früher Tod in Hessen war fast vorprogrammiert. Bei Wölfen ist es so, dass die größten Feinde eigentlich die Autos sind. Insofern kann man sagen, natürlich ein Feind hat jeder Wolf. Das sind alle Autos, die hier bei uns rumfahren. Weil die allermeisten Todesfälle bei Wölfen hier in der Zivilisationslandschaft passieren einfach durch Autounfälle. Es erging ihr so wie diesem Wolfsrüden, der vor 2 Jahren an der Babenhäuser Landstraße in Frankfurt überfahren wurde. Insgesamt kamen schon 9 hessische Wölfe auf unseren Straßen ums Leben. Irgendwie traurig. So ist es fast versöhnlich, dass diese junge Wölfin in der Uni Gießen ein zweites Leben hat. Auch, um zu sehen, wie ähnlich Wölfe doch unseren Haushunden sind.